Herr Präsident, liebe Kollegen von der Demokratischen Fraktion, das Grundgesetz und unsere Verfassung sind ja manchmal von dankenswerter Klarheit, gerade da, wo es wichtig wird. Und deshalb will ich in meiner Rede hier die zwei entscheidenden Passagen voranstellen. Artikel 20 Grundgesetz: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Und Artikel 2 unserer Landesverfassung: Das Volk bekundet seinen Willen durch Wahl, Volksbegehren und Volksentscheid. Was fällt auf? Es ist weder von Räten noch von Lotterien und schon gar nicht von irgendwelchen demografischen Merkmalen die Rede. Nun kann man an der konkreten Ausgestaltung unserer Demokratie sicher vieles kritisieren, und keine Partei macht das vermutlich so konsequent, wie wir das tun. Warum sind Volksentscheide im Bund gar nicht und in NRW kaum möglich? Müssen Parlamente so groß sein, wie sie es aktuell sind? Ist der Einfluss von politischen Parteien und oder Lobbyverbänden nicht viel zu groß? Und. Lange Jahre haben alle politischen Parteien außer der CDU für den Ausbau der direkten Demokratie geworben, um solchen Missständen abzuhelfen. Insbesondere im Übrigen auf der linken Seite des politischen Spektrums. Aber davon hört man irgendwie gar nichts mehr. Warum? Nun, Sie haben wahrscheinlich feststellen müssen, dass das Volk nicht unbedingt für jedes linke und grüne Mätzchen stimmt, wenn es mal befragt wird. Deshalb haben Sie Ihr Eintreten für die Volksabstimmungen still und heimlich beerdigt und Entscheidungen dann lieber doch unter sich im Parlament getroffen. Aber da gibt es ja seit einigen Jahren, sind Sie da seit einigen Jahren ja auch nicht mehr unter sich. Deutschland hat eine Oppositionspartei, die den Namen verdient. Und all das, was Sie am liebsten ohne Diskussionen im großen Konsens durchwinken würden, wird auf einmal Gegenstand der Debatte. Und Sie werden diejenigen, die immer von sich behaupten, ja hier auch besonders den Begriff Demokratie exklusiv für sich beanspruchen zu können, zusehends zu Antidemokraten. Weil das Volk partout nicht so abstimmt, wie man es gerne hätte, bleiben Volksentscheide in Deutschland ein ferner Traum. Und weil das Volk, dem Sie offenbar doch ziemlich misstrauen, partout nicht die Parlamente wählt, die Sie sich wünschen, sollen die jetzt scheibchenweise entmachtet werden. Ihre Antwort: Was tun? Räte. Die Russen nennen das Sowjets. Die sollen nicht gewählt werden, sondern ausgelost. Und auch das nicht zufällig, sondern nach von ihnen vorbestimmten Kriterien. Schlecht, Ethnie, Einkommen, was auch immer. Das ist im Detail noch offen. Die EU macht das jetzt schon mit ihrer sogenannten Zukunftskonferenz. Die wird nicht oder wurde nicht gewählt, sondern vom Marktforschungsunternehmen Kantar in einem undurchsichtigen Verfahren zusammengestellt. Und jetzt, oh Wunder, plädiert sie für eine größere Zentralisierung der EU, also für mehr Macht nach Brüssel. Etwas, was die Völker in Europa, wenn man sie denn gefragt hat, zum Beispiel in Irland, in Frankreich, in den Niederlanden oder auch in Großbritannien, immer abgelehnt haben. Von ähnlicher Theaterdemokratie träumen auch die Klimabewegten, die sich derzeit Land auf Land ab auf die Straßen kleben. Weil das Volk sie nicht so wirklich mag, sagen zumindest die Umfragen, und auch die Parlamente ihrer Weltuntergangsphilosophie nur bedingt folgen, sollen sogenannte Klimabürgerräte es richten. Auch hier ist klar, wo die Reise hingehen soll. Ein aus Laien zusammengesetztes Gremium soll das absegnen, was sich vermeintliche Experten, tatsächlich aber überwiegend Lobbyisten, so wünschen. Verantwortung trägt dafür dann am Ende niemand, denn man ist nicht gewählt und kann folglich auch nicht abgewählt werden. Sie werden jetzt gleich sagen, dass diese Gremien nur beraten sollen und am Ende ja immer noch das Parlament entscheiden. Dann aber braucht es die Gremien nicht. Wir können uns als Parlamentarier alle Beratungen der Welt holen und das machen wir ja auch in Anhörungen und anderen Formaten reichlich. In Wahrheit ist das auch gar nicht das Ziel, das Sie hier verfolgen und das sogar im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen festgehalten wird. Sie misstrauen Ihrem Volk. Ihnen geht es darum, Dingen eine Scheinlegitimation zu geben, die Sie bei Wahlen und Volksabstimmungen niemals durchbekämen. Und am Ende müssen Sie nicht mal Verantwortung dafür übernehmen. Das ist antidemokratisch, das ist buchstäblich
gegen unsere Verfassung und unser Grundgesetz. Und dagegen stehen wir als AfD. Vielen Dank.